Willkommen bei Kapitel 2. Als Wiederholung von Kapitel 1 werden wir ein neues Objekt mit zwei verschiedenen Aussehen erstellen. Dieses Objekt brauchen wir für unsere nächste Aufgabe. Wenn du schon weißt, wie das geht, kannst du dieses Video auch überspringen. Zuerst einmal erstellen wir wieder ein neues Programm. Mein Programm benenne ich Animation. Nun drücke ich wieder auf den Plus-Knopf. Ich kann nun wieder aus verschiedenen Optionen wählen. Anstatt aber diesmal ein Objekt aus der Medienbibliothek zu laden, tippe ich auf Bild zeichnen, um ein eigenes Objekt zu zeichnen. Auch das geht in Pocket Code. Es öffnet sich eine Zeichenumgebung und in dieser gibt es verschiedene Werkzeuge wie Pinsel, Radiergummi, und viele mehr. In meinem Fall zeichne ich einen kleinen Hasen. Um das Bild als Objekt zu speichern, tippe ich auf das Pocket Code Symbol in der linken Ecke. Ich habe nun ein Objekt Hase, das ein Aussehen hat. Da ich aber zwei Aussehen haben will, gehe ich auf das Objekt und hier unter Aussehen. Hier kann ich das Aussehen kopieren. Dazu tippe ich auf die linke Menütaste und schließlich auf Kopieren. Wenn ich auf die Kopie dieses Objekts tippe, wird wieder Pocket Paint geöffnet. Hier verändere ich nun meine Kopie. Ich radiere die Arme weg, damit ich andere Arme hinzuzeichnen kann. Um das Objekt zu speichern, tippe ich wieder auf das Symbol in der linken oberen Ecke. Perfekt! Wir haben nun ein Objekt mit zwei verschiedenen Aussehen. Mit diesem Objekt werden wir im nächsten Schritt eine Animation erstellen.